Hallo und herzlich willkommen hier auf der Erlengrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, heute hier auf der Erlengrad, die erste Folge, ja. Die Map ist ja heute am 12. November 2020 rausgekommen und jeder kann sich das natürlich kaufen von Giants. Und ja, in dieser Folge, in der ersten Folge, können wir ja noch nicht so viel machen. Also wir haben nicht so viele Geräte, wie ich eigentlich eher so dachte. Ja, das ist natürlich auch ganz interessant. Aber das schauen wir uns dann alles mal in der nächsten Folge an. Aber so unbedingt brauchen Dumo das auf jeden Fall nicht. Weil ich habe heute Nachmittag auch schon ein bisschen ausprobiert, das Ganze. Und ich muss sagen, ich bin hier mit den Kleinen hier eigentlich ganz zufrieden. Das hat auch ganz gut geklappt. In dieser Folge werden wir uns erstmal darum kümmern, um unsere Kühe hier, damit die natürlich auch erstmal versorgt sind und natürlich ordentlich Milch produzieren, die wir dann auch verkaufen können bei der Käserei. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, was wir da so bekommen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal schnell hier vor. Ich habe hier auch schon ein bisschen angefangen. Den Einstreuer, den mussten wir uns natürlich kaufen. Starten tun wir ja mit 100.000. Also fehlen schon wieder ein bisschen was an Geld. Aber ja, das haben wir hier wirklich nicht gehabt hier auf unserem Hof. Deswegen musste ich das auch unbedingt noch kaufen. So, streuen wir mal hier noch ein bisschen was ein. Damit wirklich hier erstmal die Kühe versorgt sind. Zum Glück haben wir ja hier schon ein bisschen was stehen. Strohballen und Grasballen. Somit haben wir schon mal eine kleine Bilanz, damit wir wirklich die Kühe erstmal versorgen können. So, das Ganze dauert jetzt hier noch ein bisschen. 30%. Dann ist das auch schon erledigt. Ja. Das war's schon. Mehr brauchen sie nicht. Dann würde ich sagen, starten wir mal hier den Traktor und setzen das Ganze mal hier ab. So. Machen das Ganze gleich ab. Und geben den Kühen hier gleich noch ein bisschen Grasballen. Das brauchen sie auch unbedingt. Und natürlich brauchen sie auch noch Wasser. Das müssen wir denen auch noch geben. Und dann hätten wir erstmal alle versorgt. Das dürfte dann auch erstmal reichen für die Kühe. Definitiv. So, schauen wir mal. Bisschen hoch. Ja. Ja, übrigens, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen auf unseren Hof. Wir sehen ganz schöne mächtige, ja, wie soll ich sagen, Buckel drinne. Also, ja, jetzt. Wenn wir da hier so eine Aktion starten, kann schon mal passieren, dass alles runterfällt. Das ist mir auf jeden Fall heute Nachmittag schon passiert, ein paar Mal. Weil ich da immer nicht drauf geachtet habe. Und man sieht das hier auch so schlecht hier. So, nehmen wir uns nochmal, würde ich sagen, zwei mit. Und geben das auch noch gleich den Kühen. Da müssen wir aufpassen wieder. Nicht zu schräg. Und hier vorne wieder der Hubbel. Ich denke mal, das liegt so ein bisschen an den Unterstand, den sie hier drauf gebaut haben. Dass sich hier der Boden ein bisschen verwackelt hat. Ich glaube nämlich nicht, dass das hier wirklich Absicht ist. So. Ich denke mal, das reicht erstmal. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal unseren kleinen. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut. Definitiv. Und ich hoffe ja, dass wir uns auch schnell hocharbeiten können und natürlich auch ein bisschen Geld verdienen können. Dass wir hier, davon gibt es ja auch noch zwei Steigerungen bis zu 180 PS. Dass wir uns auf jeden Fall davon noch was holen. Ist auch leise, hört man kaum. Geht ja mit Strom. Ein Stromtraktor, habe ich auch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Also ich wüsste jedenfalls nichts davon. Ja, es sind hier überall so Huckel drin.
Da muss man hier, wenn man hier was transportiert, echt aufpassen. So. Ja, was haben wir hier noch so alle stehen? Ja, ein Ladewagen und natürlich auch eine Rundballenpresse. Da können wir auf jeden Fall mal loslegen und können unsere große Wiese abmähen. Da haben wir echt viel zu tun, wenn wir hier mit dem kleinen Schneidwerk oder ja, wenn wir mit denen unterwegs sind, 3,01 Meter ist das ja nur breit. Also das dauert dann schon seine Zeit, bevor wir da die große Wiese hier gemäht haben. So, haben wir das gleich voll hier. Dann können wir schon losfahren und geben das hier gleich den Kühen. Einmal hier rum. So. Und drücken einmal I. Machen die gleich ab. Ups, dann geht's wohl nicht mehr. Drücken wir nochmal I. Gut, dann warten wir mal ganz kurz. Ich finde ihn eigentlich ganz praktisch hier. Also, das sieht auch irgendwie putzig aus, der Kleine hier. Aber ja, der fetzt auf jeden Fall und fährt auch 43 km/h. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. So. Weil man hört ihn kaum. Er läuft ja wirklich mit Strom. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht auch schon mal an mit unserer Wiese. So, machen wir das einmal dran. Und mähen da schon mal ein Stückchen runter. Und da ist mir eigentlich noch so ein bisschen was aufgefallen. Wenn wir ja schon so eine große Wiese haben und hier auf der Map natürlich auch eine BGR verbaut ist. Und ich habe auch schon geguckt, was uns die kosten würde. 119.000, glaube ich, war das. Dann würde ich sagen, streben wir auf jeden Fall die BGA an, dass wir uns die leisten können. Klar, ich könnte jetzt auch schon einen Kredit aufnehmen, könnte ich mir die BGA natürlich gleich sofort kaufen, aber ich möchte das mal noch ein bisschen hinauszögern, das Ganze. Ich will erst mal sehen, was wir hier noch so alles verdienen können, um uns das vielleicht auch ohne Kredit leisten zu können. So, ich fahre hier nochmal den Lindner schnell hier rein. Steht ein bisschen im Weg. Und dann nehmen wir mal hier. Ups. Jetzt. Nehmen wir mal hier unseren kleinen hier. Führer. Von der Innenansicht, ja, finde ich jetzt nicht so toll. Aber so ist es halt, ne? Wenn man hier so drauf sitzt. So sieht es dann auch wirklich aus. Gut, dann nehmen wir mal gleich noch unseren Ladewagen gleich mit. Und wir können das hier perfekt kombinieren mit den Follow-Me-Mod. Das sammelt zwar meistens nicht immer alles auf. Weiß nicht, da stimmt die Breite wahrscheinlich noch nicht so richtig. Bei den Ladewagen hier ist mir so aufgefallen. Aber hin und wieder klappt das eigentlich ganz gut. Und deswegen machen wir es auch gleich hier ordentlich mit Follow Me. Sparen wir natürlich einen Haufen Zeit. So. Spannen wir mal das Ganze hier an. Machen wir mal auf 35. Dürfte hier eigentlich passen. Stecken wir hier wieder ein. Und fahren los zu unserer großen Wiese hier, die wir hier haben. Also hier haben wir echt viel zu tun mit 3,1 Meter Breite von unserem Schneidwerk. So, klappen wir mal hier das alles aus. Sehen wir auch alles. Alles geht einzeln. Können wir gleich anschalten und klappen hier alles runter. Machen das auch alles ready. Schalten das Mähwerk hier an. So. Ach, ich bin doch mal eine Lady hier. Schalten das Ganze nochmal aus. Denken hier alles. Schalten das an.
Und dann würde ich sagen, ja, das sieht schon echt putzig aus. Also hier, die Kombi, wie das aussieht, ich weiß es nicht. Aber es fetzt auf jeden Fall. Das kann ich euch definitiv verraten. Ja, er hat auch ein bisschen zu tun hier, wenn dann die Steigung kommt. Da hat er echt ein bisschen zu kämpfen. Aber ich finde, das passt einfach perfekt. So, fahren wir mal hier hoch. Und da sehen wir schon, hat er ein bisschen zu tun hier, der Kleine. Um hier hochzukommen. Ja, fahren wir hier rum. Und da sehen wir schon, die Wiese geht wirklich bis hinten hin noch. Also da ist einiges, was wir hier mähen können. Na, mal schauen, ob die jetzt hinterher kommt, ob das hier klappt. Sollte doch eigentlich. Dann legt das hier auf der Seite hin. Ja, fährt ein bisschen vorbei. Aber es macht nichts. Da schaue ich dann einfach später nochmal. Also ich habe es hier auch schon probiert mit Horseplay und intelligenten Helfer. Also hier die Wiese, da hat man keine Chance. Das muss man alles hier selber machen. Also da nimmt auch kein Skript hier irgendwas an. Gut. Fahren wir mal hier noch ein Stückchen. Ja, 10 km/h. Wenn es jetzt nicht so steilig ist, dann schafft er da natürlich auch seine 18, 19, 20 km/h. Hat er hier wieder ein bisschen zu tun. Hier überhaupt hochzukommen. Ja, schauen wir mal. Ja. Jetzt geht es schon wieder gleich ein bisschen schneller. Jetzt haben wir hier den Berg oben. Jetzt geht das doch. Ja. Wie gesagt, haben wir hier einiges zu tun. Und ja, ich würde sagen, das soll es auch wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bin raus. Tschüss, macht's gut.